Willkommen zurück zu Deus Ex, hier unten im Keller. Es gibt hier ein Sicherheitssystem, das ich mit 4 Tools überbrücken kann. Ich habe leider nicht den passenden Schlüssel für da rein. Hier liegt eine Brechstange. Ob ich die wohl benutzen kann, um da reinzukommen? Nein, vielleicht dadurch? Nein. Also hier brauche ich 4 Multitools und hier brauche ich 4 Dietriche. Oder eine Rakete. Dann möchte ich doch mal die Rakete benutzen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich das elegant. Diese Lösung für die verschlossenen Türen. Ich weiß auch nicht warum. So, ein Sicherheitsterminal. Ob ich da wohl wieder reinkomme? Mit dem gleichen. Yep. Kameras mache ich mal alle aus. Und die Türen mache ich mal alle auf. Okay. Die Frage ist jetzt nur, kann ich damit die Laser ausschalten? Das sieht nämlich nicht so aus. Aber ich glaube, wenn ich das richtig sehe, führt da hinten ein Gang nach links. Und das hier ist dann einfach ein Weg außenrum. So ist es. Oh, es hätte auch einen Lüftungsschacht gegeben. Habe ich den übersehen? Wenn ich den übersehen habe, bin ich böse auf mich selbst. Ah ne, der ist schwierig zu erreichen. Ah, das ist okay. Der wäre nur schwierig zu sehen gewesen. Da brauche ich mir nicht sauber sein. Wo kam ich gerade her? Ich kam doch gerade von hier. Und da ist zum Glück die Kamera aus. Da geht's weiter. Na, bevor ich jetzt... Ah, verdammt. Das war blöd. Das war ganz blöd. Naja, okay. Gibt Schlimmeres. Gibt echt Schlimmeres, was da jetzt hätte passieren können. Das kann ich ja eben alles nochmal wiederholen. So viel dazu. Also gut. Dritter Versuch. Ah, nein. Vierter Versuch. Sag mal, das kann doch nicht so schwer sein. So, jetzt. Geht doch. Okay, was ist die Gefahr? Die Gefahr ist, dass diese Fässer explodieren. Und um das zu verhindern, sollte die Rakete möglichst weit von den Fässern weg explodieren. Also hier drüben. Zum Beispiel in einer Ecke. Genau. Wunderbar. Das hat geklappt. Hier gab es Pistolenmunition. Dann logge ich mich hier einmal ein. T. Jefferson Revolution. Kamera aus, Tür offen. Kamera aus, Tür offen. Kamera aus, Tür offen. Und bevor ich dann wieder in die TNT-Falle tappe, speichern. So. Ich dachte eigentlich, man könnte das gemütlich ablegen, wenn man nach unten schaut. Vielleicht muss ich mich dafür ducken. Ja. Ich muss mich dafür ducken. Alles klar. Dietrich brauche ich nicht. Multitool. Ja, 19 Stück. Wunderbar. Kann ich gebrauchen. Ist das wieder eine Öffnung im Boden? Wahrscheinlich nicht. Da geht es auf jeden Fall weiter. Da kann ich wohl das Sicherheitssystem deaktivieren. Medikit kann ich immer gebrauchen. Genau, das ist der Gang, den ich umgangen habe. Okay. Moment, da geht's ja auch noch weiter, stimmt. Allerdings ist hier leider diese Tür verschlossen. Und da ich gerade alle Türen geöffnet habe, kann ich die wohl nicht auch mit dem Sicherheitssystem öffnen. Allerdings vermute ich, dass sich vielleicht hier hinter was verbirgt. Vielleicht ein weiteres Sicherheitsterminal oder so? Wenn ja, ist es sehr gut versteckt. Ich dachte vielleicht so,
Was war das denn bitte gerade? Ich dachte mir, könnte ja sein, dass... Ups. Das Sicherheitsterminal mit dem TNT-Fass über dem Karton gesichert sein könnte. Warum genau ist die Explosion so groß? Meine Güte. Heute geht irgendwie alles schief. Okay. Also, das hier nehmen. Und dann dahin. Da war ein Medikit. Was gab's hier? Ach ja, ein Lockpick und ein Multitool. Und dann wollte ich hinter der Tür, die kaputt geht, durch die Explosion in Deckung gehen. Gute Idee. Nicht. Was ich tun wollte, tatsächlich, ist mit den TNT-Blöcken hier diese Laserschranken zu sprengen. Das funktioniert nämlich relativ gut. Ups, da wäre ich gerade fast reingelaufen. Bin ich hier gut in Deckung? Nein. Ich will dann hinter die Mauer und mich rüberlehnen und so weit wie möglich außer Gefahr gehen. Das hat funktioniert. Das Medikit hätte ich gerne. Und dann... Oh, wunderbar. Ach, man kann diese Schussanlagen auch sprengen. Das wusste ich gar nicht. Trotzdem, speichern. Das sieht eklig aus. Das ist wahrscheinlich die Tür, hinter der ich gerade war. Da möchte ich mal bitte auf sichere Distanz gehen. Oh ja! Wow, wow, wow. Du, da wollte ich gerade sagen, auf sichere Distanz und renn da fast rein. Okay, was ich... Komm, das geht jetzt, oder? Gerade nicht. Okay, dann schaffe ich es eben mit einer Rakete. So. Dieses Gift ist jetzt zwar freigesetzt, sollte aber, da die Fässer zerstört sind, relativ bald abklingen. In der Zwischenzeit schaue ich mich doch mal hier um. Ne, Moment, da war ich schon. Und doch, ja, genau. Also von der Geometrie hat man es durch einen Grafikfehler gerade durchgesehen. Dahinter. Ah, die Tür ist sogar teilweise offen. Guck mal. Genau, da hinten. Ist das Gas, was ich gerade freigesetzt habe. Da drin. Und es verzieht sich. Ja, es verzieht sich. Wunderbar. Schade, dass die Tür nicht aufgeht. Wäre eine schöne Abkürzung. Ui, die Kamera ist zum Glück auch aus. 4 Tools! Nein! Ah, verdammt! Ich hätte vielleicht die TNT-Teile nicht so einfach sprengen sollen. Kamera? Kamera? Wo ist die Kamera? Ich höre etwas piepsen. Ein Datenkubus. On the roof. Look around in that room. You should find records of the bribes Manderley has been taking. Then get to the roof, JC. I need you to send that distress signal. Okay. Unetko ist skrupellos. Okay. Da ist ein Waffenmodifikator. Ich glaube, den hätte ich gerne. Nein, das funktioniert hier nicht. Da, egal. Ich habe ja vorne zwei Dietriche noch gehabt. Mindestens einer liegt direkt hier in diesem Level. Ein anderer war noch irgendwo anders. Keine Ahnung wo. Egal. Präzision. Ich glaube, ich habe ein bisschen Schaden genommen. Ja, mehr als ein bisschen. Da kann ich die 5 Punkte ohne schlechtes Gewissen benutzen. Und die Präzision hätte ich gerne auf der Pistole. Nö, dann eben auf dem Präzisionsgewehr. Passenderweise. Komm ich da rein? Nein. Ach komm, wie gesagt, ich habe gerade so viele Dietriche. Und da hinten liegt noch einer, vielleicht sogar zwei. Da kann ich mir die 2 hier mal gönnen. Und mich... Oh, Mist. Da drin liegt noch einer, ein Dietrich zum Preis von 3. Aber Moment. Hey! Bei 25% sollte das Brecheisen funktionieren.
Sicherheitssystem, ja? Die könnte ich mit einer Rakete zerstören. Mach ich doch glatt mal. Und die Kiste hat es überlebt. Wie durch ein Wunder. Ich möchte sie trotzdem was ein bisschen vom Gift wegholen. Multitool. Zwei sogar, was? Okay. Die Fässer sind wie immer. Also wie gerade auch schon. Die Fässer strömen halt das Gas aus. Und wenn man die Fässer zerstört, dann kommt das Gas auf einmal raus. Aber das heißt, es ist dann in dem Moment zwar relativ viel Gas draußen und man kommt nicht durch oder man kommt nicht rein, ohne Schaden zu nehmen. Aber das Gas verfliegt mit der Zeit. Ist das nicht die Tür, von der ich vorhin meinte, sie wäre eine Attrappe? Wie praktisch. Ich wollte von einem Computer aus im dritten Stockwerk irgendeine Dinge öffnen, ne? Da war doch irgendwas. Jetzt habe ich mich ganz vertan. Hier runter. Ich glaube, Multitools lagen da auch ganz viele rum. Benutze ich doch einfach mal. Mal schauen, was passiert. Genau. Ich sollte irgendwie eine Klappe öffnen. Aber ich glaube, ich bin hier unten. Vielleicht ist ja die Tür damit gemeint. Ah nein, Blödsinn. Das war doch die Luke, die ich geöffnet habe in der letzten Folge. Vielleicht bin ich ein bisschen verpeilt gerade. Aber nur vielleicht. Was genau hat das jetzt getan? Irgendwie erschließt sich mir das nicht ganz. Das hat sich wohl gerade nicht gelohnt. Also gut, dann verfolge ich meine Schritte eben mal rückwärts und schnapp mir die Ausrüstung. Oh, da liegt ja noch Zeug. Vielleicht habe ich das da damit geöffnet? Könnte sein. Raketen sind natürlich praktisch. EMP-Granate. Oh ja, praktisch. Schutzanzug? Nö. EMP-Granate? Ja. EMP-Granaten nehme ich gerne. Schrot brauche ich immer noch nicht, aber hier müsste irgendwo noch ein Dietrich rumliegen. Genau hier. Damit habe ich immerhin wieder 18 Dietriche und 17 Multitools immer noch. Das sollte eigentlich für eine Weile reichen. Die da brauche ich nicht. War hier nicht noch irgendwo ein Dietrich oder so? Achso, nee, da bin ich auch so rumgelaufen. Genau, hier kam ich her. Sehr gut. So, und weil du gerade da bist, würde ich mich gerne aufladen. Und weil es besser, weil es einfach schneller geht, benutze ich die Energie doch gleich mal, um hier durchzurennen. You're not clear to be so. Up here, Agent. Dritter Stock. Ich sollte von hier. Genau, das da wollte ich. Ich wollte mich heilen. Gut. Jetzt muss ich nach oben und den Code absenden. Obwohl ich persönlich immer noch nicht ganz davon überzeugt bin, dass die UNETCO wirklich die Bösen sind. Insbesondere bin ich nicht davon überzeugt, dass die NSF die Guten sind. Nein, du kommst hier nicht. Nein, du kommst hier nicht rein. Just keep him busy. Ich schließe ab. Mist. Klappt nicht. Ich will nicht, dass sie hier reinkommt und sieht, was ich hier mache. Die brauche ich nicht. Ist da drin noch irgendwas? Okay. Dann möchte ich gerne einmal richtig speichern, bevor hier irgendwas schief läuft. So, wie war das Passwort? Das Passwort war Napoleon. Nein, Revolution. Revolution ist das Passwort. Und damit kann ich erstmal die Tür öffnen. Wunderbar. Und ich kann die Schüsseln ausrichten. Sehr schön. E-Mails gibt es hier allerdings keine. Was es jetzt bringt, die Schüsseln auszurichten? Keine Ahnung. Und was ich hier drin soll? Auch keine Ahnung. Kann ich mich jetzt hier als Napoleon einloggen? Nein. Das geht aber wohl nur von hier innen. Revolution. Es gibt hier keine. Warum? Ja, okay, es ist meine Aufgabe. Wie gesagt, ich bin nicht davon überzeugt, aber damit das Spiel weitergeht,
tue ich das einfach mal. Und ich fürchte, jetzt gleich sind die UNATCA-Leute feindlich. Bist du jetzt feindlich da hinten? Ja, hab ich doch befürchtet. Bolton Simons hier. What an expensive mistake you turned out to be. I have all the troops to kill you, because frankly, I don't have the patience to wait for one of those damn kill switches to work. Nein, jetzt hat er mich gehört. Ich will niemanden töten. Ich will niemanden töten. Komm ich da irgendwie runter? Einmal speichern. Ich möchte da runter. Ah. Hey, das ging so mit relativ wenig Fallschaden. Ist ja praktisch. Ich will die Leute natürlich nicht töten. Das waren ja meine ehemaligen Kollegen. Und selbst wenn UNATCA... Hey, who's there? Selbst wenn die oberen Etagen korrupt sein sollten, betrifft es ja nicht die einfachen Leute hier unten. Habe ich nicht eine thermooptische Tarnung, die mich unsichtbar macht? Warum benutze ich die nicht einfach? Und lass mich dann hier... Ja. Alles gut. Nichts passiert. Lag hier nicht irgendwo noch ein Dietrich rum? Ich glaube schon. Mal schauen, war das hier? Nein. Da hinten war es nicht. Okay, die Tarnung ist schon mal weg. We have movement here. Help! There's one. Da auch nicht. Ja! Ich muss ausweichen. Moment, ich habe doch den Schutz vor Schüssen. Den kann ich auch machen. Okay, hier ist auch kein... Okay, so, das brauche ich jetzt alles nicht mehr. Den Schutz vor... Schüssen. Vor Kugeln. Vor Geschossen. Wunderbar. Den Code für die U-Bahn habe ich leider noch nicht. Aber ich bin immerhin verhältnismäßig gut hier rausgekommen gerade. Hier sollte ich feindlich. No escape. Nein. I'm just minding my own business. Ja, mach ruhig. Damit habe ich kein Problem. Wo geht's rein? Ach nee, ganz weiter oben. Hier will ich rein. Okay. Damit habe ich mich, hat JC sich erfolgreich von der UNATCA separiert und wird wohl in Zukunft mit den angeblichen, zumindest angeblichen Terroristen zusammenarbeiten. Da führte wohl kein Weg dran vorbei. Die Gesundheit sieht auch einigermaßen gut aus. Yo! Your buddy Chad should have received the signal. Come on. UNATCA's after both of us. Good. He'll be able to get his people to their base in the Paris catacombs. Did you find the records we collected on that weasel, Walton Simons? I have a question about Simons. The instant I sent the signal, he ordered the troopers to hunt us down. Why does FEMA have authority over UNATCA? I thought FEMA was a domestic agency for flood relief and that sort of thing. His authority doesn't come from FEMA. He's part of a secret organization, Majestic 12. We don't know much more than the name. They plan to use FEMA as part of a scheme to shut down the U.S. government. Agent J.C. Denton, please put down your weapons and step into the hallway. UNATCA! Come on, out the window. We'll meet Jock in Battery Park. I can't manage the climb. You go ahead. The code to the gate they installed at the subway station is 6282. I can't just leave you here. Open up! Don't be a fool. Run! Okay, nächste Folge geht's weiter mit viel Spannung. Bis dann!